Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Tiernotruf-Video. Auch das gibt's, ein ungeschminktes Tiernotruf-Video. Stefan hat mich gerade angerufen und meinte, Martina, schnell, schnell, es gibt einen schwer verletzten Graureiher am Decksteiner Weiher. Und jetzt bin ich ganz schnell losgefahren und... Tolles Wetter, das ist. Oh je. Ja, ja. Dann würde ich, glaube ich, erst vorsichtshalber mal das Schlauchboot aufladen, damit das zumindest sofort einsatzbereit ist. Ist einmal hin und her rumgedreht und dann hing der ganze, die ganze Handschwinge hing runter. Also nicht nur eine Feder, sondern als wäre das oberhalb der Hand gebrochen und verletzt. Ja. So sieht das aus. Und ich glaube, das ist auch nicht reparabel. Ich glaube, der fliegt weg. Der kann nicht wegfliegen. Ach, der kann nicht, oh Gott. Aber siehst du, was sein Verhalten deutet darauf hin, dass er auf jeden Fall nicht fliegen kann? Wenn wir mit dem Schlauchboot den holen, der wird vom Schlauchboot abhauen. Wichtig wäre aber, dass dann hier keiner ist. Außer ich wahrscheinlich, weil ich nehme mal an, du wirst das Schlauchboot fahren. Wobei Tiere sind zäh, die kennen wir bis zum letzten Tag. Ich glaube, ich sollte mir auch noch Gummistiefel zulegen. Und ich werde das Schlauchboot fahren. Oh nein! Es werden einfach immer mehr Leute. Drück mir die Daumen, dass ich mich einigermaßen gut anstelle jetzt gleich im Schlauchboot. Ich hasse es, unter Beobachtung zu stehen. Hoffentlich klappt alles, so wie wir uns das vorstellen. Dem geht's nämlich echt nicht gut. Stefans Waffenkammer. Scheiße, ich fahre nur in dem Bereich, dass er mehr oder weniger an Land kommt. Genau, richtig? Genau. Aber ich gebe dir dann Anweisungen vom Ufer aus. Okay. Ja, wenn du aufsteigst, dass du eine Karabiner in der Hand hast, dass du das abtreibst, dass du das gut ziehen kannst. Bleib aber erstmal hier, ich sag dir gleich Bescheid, weil ich muss erst die Leute hier jetzt alle anweisen, ja? Schon mal langsam rumpaddeln. Einfach den Bogen auf den Schuh, dass du im Prinzip nach unten zu machst. Ja, du suchst weiter nach oben. Alles klar, ich hab'n. Oh, mal eben unter den Arm packen. Ich soll gleich am Auto nochmal gucken. Aber egal. Der Arme. Wirkt der noch kräftig oder wie wirkt der? Ja, ja. So, so Tobias, jetzt mal warte. Müssen wir jetzt mit dem sehen? Sind wir drin? Ja. Stefan hat gerade mit einem Experten gesprochen, hat ihm Videomaterial jetzt kurz von dem Vogel, von dem Reiher geschickt. Und es hieß leider, dass der Flügel irreparabel ist. Das heißt, das Tier muss leider von seinen Schmerzen erlöst werden. Das sind die nicht so schönen Nachrichten, die einen auch beim Tiernotruf begleiten. Aber zumindest war der Einsatz so erfolgreich, dass wir jetzt wirklich das Tier haben und es nicht mehr leiden muss länger. Ein kleiner Trost ist der Anblick hier. Stefan sagt euch jetzt noch mal ganz kurz was zu dem Reiher, was jetzt mit dem passiert. Wenn der Reiher jetzt kein Reiher gewesen wäre, sondern zum Beispiel ein Schwan oder eine Ente, dann hätte man sagen können, mit einem amputierten Flügel kann das Tier trotzdem noch leben, gerade hier an so einer Parkanlage, wo auch Leute kommen, die Tiere füttern und wo auch immer Leute sind, die das beobachten können, ob es dem Tier soweit gut geht, kann man einen Wasservogel, der eben sehr viel Zeit auch im Wasser und auf dem Wasser verbringt, durchaus auch ohne Flugfähigkeit raussetzen, wenn er wieder gesund geworden ist, also mit einem amputierten Flügel. Ich kenne durchaus einige dieser Tiere, die eben nicht mehr fliegen können und trotzdem sehr schönes Leben führen. Bei Greifvögeln oder eben auch wie jetzt in diesem Fall bei einem Reiher ist es so, dass die Tiere ohne Flugfähigkeit draußen keine Chance haben, überhaupt keine Überlebenschance haben. Die sind aber auch so wild, dass man die jetzt nicht irgendwo in der Voliere einfach so ohne weiteres halten kann. Damit tut man dem Tier keinen Gefallen und deswegen ist in diesem Fall, so traurig wie es ist, das Einschläfern, ja, das einzige Mittel, was jetzt hier in Frage kommt. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem einen Einblick geben können, wie auch so ein Tiernotruf aussehen kann. Also es hat nicht immer ein Happy End. Schaut mal auf Stefans Facebook-Seite, er würde sich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ihm da folgen würdet. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.